Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 5. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Waage. Mond hat einen Einfluss von Foramen. Diesen Stern Foramen befindet sich im Sternbild Argo. Das ist ein Schlüsselloch. Und es ist gar nicht so einfach zum Sehen, weil rundherum ist Nebel, das heißt Sternenhaufen. Für unseren Alltag bedeutet das, weil das ist eine Botschaft für uns und die Mond vermittelt es durch diesen Stern, den richtigen Schlüssel, die richtigen Tür zum Öffnen. Auch wenn rundherum benebelt ist und wir sehen nicht klar und deutlich etwas, wir sollen trotzdem die Möglichkeiten, Chancen erkennen. Mit dem richtigen Schlüssel, die richtigen Tor zum Öffnen. Da bewegt sich dann dieses Schiff Argo. Weil dieses Schiff Argo ist die Bewegung und wurde auch berühmt von dem Argonauten, weil diese Argonauten haben diese Reise gemacht und haben die goldenen Felder wiedergeholt. Also wir sollen die Möglichkeiten, Chancen erkennen, der richtige Augenblick im richtigen Ort zu sein, mit dem richtigen Schlüssel, die richtigen Tor zum Öffnen. Und auch wenn das benebelt ist, das klar und deutlich erkennen, also konzentriert bleiben. Dann haben wir Spica. Spica beeinflusst auch die heutigen Mondbewegung. Spica gehört zu dem Frühlingsdreieck, also verkündet die baldige Frühlingsanfang. Dieser Stern Spica wurde bei den Ägyptern verehrt als Göttin, die Mutterschaft, die Fruchtbarkeit, aber auch die Leidenschaft. Und weil durch Spica auch die Mutterschaft, auch die Fruchtbarkeit vermittelt wird und Mond hat auch einen Bezug zu Weiblichkeit, die Periode, die Frau, aber auch die Schwangerschaft hat einen Mondeinfluss, beide zusammen erhöht die Chancen zu Empfängnis. Also wenn jemand einen Kinderwunsch hat, na nun, der Zeitpunkt ist die richtige für die Empfängnis, als Empfehlung. Arcturus bestrahlt auch die heutigen Mondbewegung und das ist ein Wohltat, bedeutet auch die Beschützer des Himmels und dieser Stern Arcturus befindet sich im Sternbild Bärenhüter. In indischen Astrologie, bei Sanskrit, heißt dieser Stern Swati, sehr wohltätig, ist die Übersetzung. Also Wohltat, ein Beschützer oder Glück, das ist die Bedeutung dieser Stern Arcturus, die Bärenhüter. In unserem Sonnensystem bewegen sich nicht nur die Planeten, sondern auch zahlreiche Monde. Unser Mond, was zur Erde gehört, ist nicht der einzige Mond, sondern andere Planeten haben nicht alle, aber einige Monde. Nicht nur die Monde und die Planeten bewegen sich in unserem Sonnensystem, sondern es gibt auch Kleinplaneten und das heißt Asteroiden. Und diese Asteroiden, diese Kleinplaneten, befinden sich in Asteroidengürtel in unserem Sonnensystem zwischen Mars und Jupiter. Und zu diesem Asteroiden gehört auch Vesta. Und Vesta bewegt sich gerade rasend vorwärts im Schlangenträger, diesem Sternbild Schlangenträger. Dieser Sternbild Schlangenträger befindet sich im Ekliptik. Und diese Ekliptik ist nichts anderes als die 12 Tierkreiszeichen, die miteinander verbunden sind. Wir kennen nur die 12 Tierkreiszeichen,
gehört aber die Schlangenträger auch. Und wir können die Frage stellen, warum gehört nicht die Schlangenträger zu dem Tierkreiszeichen? Ich kann das nicht beantworten. Ich habe dieses Kalendersystem nicht erfunden. Fakt ist, Schlangenträger, dieses Sternbild, sowie die Tierkreiszeichen auch, befindet sich im Ekliptik, gehört aber nicht zu dem Tierkreiszeichen. Und genau in diesem Sternbild Schlangenträger, nur zum Orientieren, dieser Schlangenträger befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Und in diesem Schlangenträger bewegt sich rasend voran ein kleiner Planet, Name Asteroid Nummer 4, Vesta. Und Vesta kennen wir von der Mythologie, weil das ist die Hüterin, die Feuer, eine Priesterin, eine hohen Priesterin und hütet die Tempelfeuer und auch Göttin für die Haus und Heim und das Feuer, also das Herd, Heim und Herd, das ist die Göttin Vesta. Dadurch wurde diese Priesterschaft gegründet, das ist die hohen Priesterin Vesta, die Hüterin des Tempels, Feuer, die Göttin, das Heim und Herd. Und zu dieser Priesterinnen gehörte auch Rhea Silvia. Und diese Rhea Silvia ist auch bekannt, besonders bei den Römern, weil diese Rhea Silvia wurde schwanger von Mars und gebar die Zwillinge Romulus und Remus und die waren die Stadtgründer zum Rom, Romulus und Remus. Die Geschichte kennen wir alle. Und so wurde Rom gegründet, später die römische Reich Romulus und Remus. Und Mutter ist Rhea Silvia, eine Priesterin von diesem Tempel Vesta. Und das ist die Geschichte dazu. Und die Bewegung dieser kleinen Planet ist gerade im Schlangenträger zwischen Skorpion und zwischen Schütze. Und wie wirkt diese Energie auf dem unserem heutigen Tag, auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf und im Westhorizont geht die Tierkreiszeichen Löwe unten. Die Sonne befindet sich hier, selbstverständlich, es ist Sonnenaufgang. Aber nicht nur die Sonne befindet sich in diesem Bereich bei Sonnenaufgang, sondern die absteigende Mondknoten, diese karmische Knoten. Unsere westliche Astrologie betont es nicht unbedingt, aber in indischen Astrologie legen ganz große Wert auf diesem karmischen Knoten. Die glauben auch an Karma und die glauben auch an Wiedergeburt. Also die stehen religiös oder von Tradition her näher zu Karma oder karmischen Fragen. Und wir sollen vielleicht auch mal nachdenklich sein, diese karmischen Knoten, was die Vergangenheit, das alte Karma symbolisiert, bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Wassermann und mit Sonnenaufgang geht in Osthorizont auf, also kommt ins Licht. Viele karmische Erinnerungen kommen ins Licht gerade. Viele spüren das, besonders die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen. Wichtige Thema auch bei die Wassermanngeborenen auch, also die Karma natürlich, aber auch die Selbstdarstellung, erfolgreich zu sein. Sie haben auch gerade die inneren Gleichgewicht, die inneren Ruhe, auch die Kraft, etwas zu verändern, verbessern, haben eine tolle Ausstrahlung momentan. Viele Gespräche, Kontakte, manche passieren hinter geschlossenen Türen, das kann passieren zurzeit. Aber wichtig ist, dass die Gespräche nehmen zu, die Kontakte, die Kommunikation ist wichtig. Wichtiges Thema ist auch Liebe, Partnerschaft, auch Erfolg, Veränderungen, Umbrüche, aber auch das Selbstbild ändert sich.
entweder eine andere Einstellung oder eine andere Ausstrahlung oder die Aussehen ändert sich jetzt gerade vor Frühling, abnehmen, andere Haarfarbe, andere Frisur oder anderen Kleider, also in diese Veränderungen, das Selbstbild, das Selbstdarstellung ändert sich gerade bei den Wassermanngeborenen. Aber nicht nur das Ich wichtig, sondern auch das Du, also liebe Partnerschaft, spielt auch eine große Rolle. Bei Tierkreiszeichnen Fischengeborenen ist auch wichtig, das Selbst, sie wollen sich frei sein, von etwas befreien. Und das sind etwas, was bedrückt die Fischengeborenen, wo sie auch gerade Heilung bringen. Und das ist schon eine Verbesserung, weil langsam ändert sich dieser Prozess, diese Heilung, alte verletzten Gefühle, kann auch karmische Verletzungen sein von früher, wo in unserem Unbewussten da ist, wo wir nicht erklären können, aber verursacht etwas, weil wir Angst bekommen oder wir spüren etwas. Und diese Heilung kommt gerade bei den Fischengeborenen. Das heißt, sie stehen immer mehr zu sich selbst. Die sind gerade dabei, diese Ängste, Zweifel loslassen. Sie haben eine ganz andere Ausstrahlung, Auftreten. Sie werden zurzeit auch wahrgenommen und sie haben auch Erfolg, Anerkennung. Es fühlt sich gut an, weil die Fischengeborenen stehen jetzt im Mittelpunkt. Und sie sollen intuitiv handeln, weil daran liegt die Stärke, die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist auch wichtig, das selbst eigenen Handlungen, Entscheidungen treffen. Wichtig ist die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Sie verlieren jetzt leicht die Balance. Kommt eine Kleinigkeit und sie werden nervös oder neigen dazu aufzugeben. Und es ist wichtig, die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht bewahren, weil dadurch bewegt sich etwas und kommt die Verbesserung. Die Chancen, Möglichkeiten sind da, auch die Gespräche sind sehr angenehm und schön. Auch ein Aufstieg ist möglich bei den Wiedergeborenen und die Liebepartnerschaft gibt es auch die Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher zurzeit. Aber wichtiges Thema wird auch die Finanzen sein und die Werte und Wertschätzung. In den kommenden Tagen spiegelt auch etwas im Leben, was die Stiergeborenen auch wahrnehmen sollen. Die richtige Schlüssel, die richtigen Tor zu öffnen. Diese Möglichkeiten sind da. Heute ist etwas unsicher, unklar, undeutlich, aber in den kommenden Tagen spiegelt sich das schon direkt an den Stiergeborenen und sie sollen auch dann die Entscheidungen treffen, diese Chancen, diese Glück, ich nenne das auch Glück, diese Glück auch wahrnehmen und dann auch handeln, also nicht passiv verhalten. Wichtiges Thema ist Werte, Wertschätzung, Finanzen, das kommt in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen können mit einem gute Nachricht rechnen und sie haben auch Glück in die liebe Partnerschaft. Sie brauchen sehr viel Ruhe, Kraft, Erholung, aber es ist nicht nur die Passivität, sondern es bewegt sich einiges. Aber sie brauchen immer wieder einen gewissen Rückzug oder mal zu Hause erholen, ausruhen, weil in dieser Ruhe liegt die Kraft und das benötigen gerade die Zwillingsgeborenen. Dann geht es alles mit Leichtigkeit voran, weil Glück haben sie zurzeit. Und das ist ein schönes Gefühl. Die Kreiszeichen Krebsgeborenen sind sehr talentiert und jetzt haben sie auch die tolle Ideen. Sie sind sehr kreativ. Es kann passieren, dass sie daran nicht glauben oder dass sie nicht trauen, nicht zutrauen, das zu vermitteln oder sagen. Also diese innere Unsicherheit, das ist die einzige Blockade, damit die Krebsgeborenen ihre Ideen jetzt umsetzen können in Realität, in besonderes in beruflichen Situationen. Das kann auch ihre Berufung sein oder eine Selbstständigkeit. Also wichtig ist diese Ideen, auch beginnen daran zu glauben und das Planen, dass es in Form kommt, weil die Möglichkeiten, Chancen sind gerade da, beruflich etwas verbessern oder eine Selbstständigkeit zu starten.
Die Tierkreiszeichen Löwen geboren haben auch karmische Themen. Hier ist auch das Ich, das Selbstbild, so ähnlich wie bei Wassermann geboren und auch Liebe, Partnerschaft. Bei Wassermann geboren kommt es von außen. Bei den Löwen geborenen ist es anderes. Die Löwen geborenen spiegelt das Leben und die Löwen geborenen sollen die Schritte machen, auf anderen zuzugehen, die Kontakt suchen, die Gespräche. Weil jemand wartet auf eine Nachricht. Und auch die liebe Partnerschaft so in Ordnung zu bringen, das Interesse zeigen, Gefühle zeigen, offen zu sein, auf anderen zuzugehen, so dass sich selbst nicht aufgeben. Auch wichtig, weil so ist das Gleichgewicht dann auch da. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist auch ein wichtiges Thema, die liebe Partnerschaft, aber sie fühlen sich nicht ganz frei, entweder weil sie das nicht zutrauen oder daran nicht glauben oder fangen sie an zum Zweifeln, daran liegen die Hindernisse. Also wichtig ist, dass mit Humor betrachten, spielerisch, dann kann man viel leichter damit umgehen oder mal etwas zutrauen. Wenn das nicht erstes Mal klappt, dann klappt eben zweites Mal. Also nicht erzwingen, etwas, man darf nicht etwas zu erzwingen, aber mal wenigstens probieren, auf anderen zuzugehen, ein Kompliment sagen oder anlächeln oder eine Nachricht schreiben und dann kommt schon alles in Bewegung und es befreit gerade die Jungfrau Geborenen. Bei Tierkreiszeichen Wagen geboren ist eine Wandlung, weil sie stehen zu ihren Werten. Und sie möchten auch etwas verändern in ihrem Leben. Das kann in verschiedenen Lebensbereichen sein. Kann beruflich sein, kann ein Umzug sein, kann auch die liebe Partnerschaft sein. Und die Schicksal bietet jetzt gerade diese Chance. Es wird gespiegelt. Jetzt kannst du verändern. Und da jetzt anfangen zum Zweifeln und alles festhalten, wo sie unglücklich sind, wie zum Beispiel eine berufliche Situation, wo das schon längst angebracht ist, beruflich zum Enden, als Beispiel, dann sollen sie jetzt gerade die Chancen, Möglichkeiten wagen und nicht vergessen, Vorhaben, was sagt Vorhaben, er kommt etwas in Bewegung, aber mit dem richtigen Schlüssel, die richtigen Tor zum Öffnen, also die richtige Entscheidung treffen. Und das passt genau für die Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren haben Glück. Sie befinden sich in einer Wandlung, dass sie jetzt rauskommen von sich, ihren Talente, Fähigkeiten spüren, diese Kraft zu zeigen, die Möglichkeiten zu erkennen und auch die Mut zu haben, etwas zum Starten. Es kann momentan passieren, dass sie an sich noch zweifeln, aber das macht nichts. Dann in die kommenden Tage kommt auch eine Verbesserung. Die Mond nähert sich auch. Und wenn die Mond im Tierkreiszeichen Skorpion befindet, dann fließt es auch alles. Aber wichtig ist, dass momentan diese inneren Kraft zu verspüren. Ein Auslandreise oder ein Besuch von Ausland kann auch eine Bedeutung sein bei den Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren haben Erfolg, berufliche Aufstieg, berufliche Chancen, Möglichkeiten. Sie verspüren die Leichtigkeit, sie haben gute Kontakte. Die Kommunikation läuft wunderbar. Die haben Glück gerade in die liebe Partnerschaft. Sie haben Chancen, Möglichkeiten, etwas verändern oder verbessern. Von allen Seiten haben die Schützengeborenen gerade ein wunderbares Energiefeld. Kein Spannung, nichts. Alles ist sehr guter Einfluss. Besonders beruflich kann ein Aufstieg sein oder ein Neustart, was Glück bringt für die Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist wichtig, die Freundschaften, Bekanntschaften, das bisschen ordnen, sortieren, trennen von Spreu, von Weizen. Und auch ein berufliches Ziel ist auch sehr wichtig, dass man die berufliche Wünsche als Ziel setzt und da macht Schritte und das ist erreichbar, weil es ist ein Aufstieg, ein beruflicher Aufstieg. In der Liebepartnerschaft verspüren die Steinbock-Geborenen eine gewisse Leichtigkeit. Aber es sind auch Prüfungen da und das ist die Saturn-Bewegung. Also nicht wundern, wenn in bestimmten Themen beruflich oder in Partnerschaft, die auch eine gewisse Prüfung momentan haben. Für Saturn ist typisch all das, was zu uns gehört, befestigt.
dann erleben wir als Sicherheit und Stabilität. Und all das, was nicht in unserem Leben gehört, ob das die falsche Partnerschaft ist oder eine falsche Freundschaft oder die falsche Arbeitsplatz, dann kann bei Saturn Einfluss passieren, dass das zur Kündigung kommt oder zur Trennung kommt. Natürlich sind das im Moment Niederschläge, aber im Endeffekt sind das gute Einflüsse, weil später, wenn man zurückdenkt, ist man auch dankbar, dass es so gewesen ist. Also akzeptieren die Geschehen, weil das fließt in die richtige Richtung, weil die Thema ist, dass die Steinbock-Geborenen etwas befestigen, dass sie Stabilität und Sicherheit haben, auch beruflich, auch in die Liebe, Partnerschaft. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.